Victoria, du bist jetzt seit zwei Tagen hier im Tennisclub von Catanduva mit dem FedCup-Team. Wie ist die Anlage? Wie ist der Platz? Wie gefällt es dir? Ja, wir sind jetzt, vorgestern sind wir angekommen und gestern haben wir das erste Training gehabt und die Plätze sind noch ein bisschen weich, es hat recht viel geregnet. Aber sonst habe ich einen recht guten Eindruck, also es gefällt mir hier im Club und wir haben recht viel Platz auch und schönes Wetter, also von dem her. Was habt ihr schon alles gemacht mit dem Team? Was habt ihr entweder die Stadt schon anschauen oder was ist schon alles auf dem Programm gestanden? Also wir haben jetzt zuerst mal ein bisschen trainiert und uns akklimatisiert und vor allem gut gegessen. Also wir haben wirklich gut gehabt, nicht mehr so grosse Portionen. Und ja, doch, wir sind ein bisschen zusammen gewesen und haben uns geduscht und akklimatisiert. Wie ist die Stimmung im Team? Seid ihr alle fit, gesund und die Jetlag überwunden? Ja, doch. Ich glaube, wir konnten alle gut schlafen. Es war jetzt die zweite Nacht. Und, also ich habe das Gefühl, es sind alle parat und sind alle recht fit. Aber wir haben ja noch ein paar Tage. Und, ich denke, Ende Woche sind wir dann noch fitter.